Wir müssen einmal schauen, der Drechsler baut heute schon auf. Ist gut. Und eigentlich ist die Zufahrt hier rüber, da wo die abgesperrt haben. Mhm. Sie ist heute zuständig für den Aufbau des Gottdorfer Landmarktes, ist die Meisterin der Pläne. Wichtig ist, dass wir jetzt nicht zum Beispiel jemanden mit Fällen haben, daneben stehen Wiederfälle und Wiederfälle, sondern dass man die so ein bisschen verteilt, dass sich das dann halt einfach schön, ja, einfach schön aussieht und dass jeder irgendwo sein Angebot bieten kann und nicht direkt in Konkurrenzsituation steht. Und er ist der Meister der spontanen Umsetzung. Also jetzt ist ja immer der Moment, wo die Theorie der Praxis so die Hand gibt und die Leute kommen und wir gucken, oh, wie passt es am besten. Und dann gibt es noch hier und dort ein paar kleine Befindlichkeiten oder neue Ideen. Ein paar Bäume zu versetzen. Ne? Ja, dann steht da nochmal eine Lampe oder ist vielleicht mal ein Zelt nicht 3x3, sondern 8x8. Das ist ja manchmal so. Da ist er. Guck mal hier halb drauf. Da. So, ach da. Hier ist das. Wie das steht, ist mir wurscht. Ja. Ne? Wir haben die Situation, dass du hier oben eingeplant bist. Mhm. Also hier vorne. Oder neben der Wurst doch. Neben der Wurst. Okay, ja dann, super, warte mal. Worauf kommt es da so an bei so einer Organisation? Also wichtig, dass man einen guten Ansprechpartner hat, mhm, und dass die Planung vorher steht. Und ganz wichtig ist auch immer, dass Strom da ist. Viele geben dann wenig Strom an, weil sie nicht bezahlen müssen vielleicht. Aber wenn es alles unter Last dann läuft, wenn die Veranstaltung beginnt, ist schon wichtig, dass das alles mit dem Strom auch hinhaut. Ne? Wir haben ja 130 Aussteller, das sind 20% mehr allein als letztes Jahr. Wir haben viel, viel mehr Rahmenprogramme als letztes Jahr. Also die alle unterzukriegen, ist schon eine Herausforderung. Und wir hoffen natürlich auch auf wieder eine große Anzahl an Besuchern, was natürlich auch Auflagen mit sich bringt, sei es Verkehr, sei es Ordnungsamt und so weiter, die wir natürlich alle erfüllen möchten und müssen. Das ist ja immer wie so ein großes Puzzle. In dem Fall ungefähr 160, 170 Teilen. Und nachher muss es ein gutes Bild ergeben. Und hier zum Beispiel, Fischi, der alte Fleischhauer, mit seinem 3x3-Meter-Zelt, das ist gut geworden. 2x2. In einem schönen Blau, extra eine andere Farbe. Sehr schön. Also damit wir auffallen. Hallo. Also morgen spielen, ich mache nur einen Test, ob ich die Brücke nehme oder die hier den Haupteingang nehme. Ja. Weil ich morgen für Tierheim Schleswig sammeln soll. Richtig gut. Ich habe einen Rollator, ja, wo eben alles Mögliche drauf ist. Ja. Dann denke ich mal, dass heute noch 20 Beschicker kommen, die ihre Plätze bekommen möchten. Und der Rest kommt dann morgen Vormittag. Und da werden wir mal sehen, dass wir nachher auch alle gut untergebracht bekommen haben. Genau. Die Tierwiese wird sich füllen morgen noch. Also da werden noch die Esel, die Hühner, die Pferde, die Schafe, die Hunde Einzug halten. Das wird noch kommen. Die Blumen werden aufgestellt. Also einiges kommt morgen dann noch. Bis morgen früh um 10 sollen hier auf der Schlossinsel die Pläne von Ina Gernas Realität werden. Mithilfe der spontanen Lösungsvorschläge von Finn Jensen.